Also. Kusit, also selbst die Hunde haben hier Namen. Und ich bin mir recht sicher, dass das bewusst so gemacht ist, um das Ganze schwieriger zu gestalten. Woher seid ihr gekommen? Ah ja. Aber man kann es ein bisschen an der Hautfarbe erkennen, da muss man schon ziemlich nah dran sein. Ziemlich nah dran sein. Lass keinem Vampir entkommen. Ich bemühe mich, ja, aber erst muss ich diese Vitrine aufschließen. Und. Nein, nein, nein. Was ist denn da drin? Amulett des Knochenhabichts, bla bla. So, naja, gut. Das war mal ein Troll, der ein bisschen rumgeknurrt hat. Ich schau mal auf die Karte. Ich muss hier quasi nach links, so wie es aussieht. Also hier hat es schon jede Menge Zeug. Und vielleicht kann man ja auch wirklich irgendwann mal anfangen, entsprechend zu plündern dann. Aber im Endeffekt... Müssen wir jetzt geradeaus. So, da lang. Ich raff das nicht. Dass die alle Namen haben, ist echt zu heftig in meinen Augen. Für die Dämmerwacht, für Himmelsrand. Isrand klingt immer leicht angetrunken, das finde ich ganz witzig. Ich meine, er hat so einen südländischen Akzent, der lispelt ein bisschen, so eine spanische Andeutung. Himmelsrand. Ist schon cool. Aber im Endeffekt, dieses. Entweder hat er mal echt eins Safety auf die Rübe gekriegt oder er hat ein Alkoholproblem. So, jetzt schauen wir mal, wie viele von den Leuten das hier überlebt haben. Serana, meine Geliebte. Ich sehe. Entschuldigung. Ich will nur gleich ausgestattet sein, entsprechend. Dass ihr euch immer noch an der Gegenwart eines Tieres erfreut. Ihr wisst, warum wir hier sind. Natürlich weiß ich das. Ihr enttäuscht mich, Serana. Ihr Muss habt ich den jetzt alleine töten? Was ich euch gegeben habe und es dann für dieses armselige Wesen weggeworfen. Was ihr mir gegeben habt? Seid ihr verrückt? Ich glaube, die stehen auf. Zerstört. Ihr habt andere Vampire getötet. Alles im Namen einer Prophezeiung, die wir kaum verstanden haben. Das ist jetzt vorbei. Ich bin fertig mit euch. Ihr werdet ihn nicht anrühren. Endlich zeigt dieser Drachen seine Klauen. Eure Stimme trieft vor dem Gift des Einflusses eurer Mutter. Wie sehr ihr euch doch gleicht. Nein. Denn im Gegensatz zu ihr habe ich keine Angst vor euch. Nicht mehr. Und ihr? Hm? Es scheint, dass ich mich bei euch dafür bedanken muss, dass sich meine Tochter gegen mich stellt. Ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis sie zurückkehren würde. Mit dem Herzen voller Hass. Hass aus eurer Vernachlässigung geboren. Ein kleiner Preis, den ich für den Aufstieg unserer Art zu zahlen gewillt bin. Tja. Eure Art ist ein Schandfleck für diese Welt. Ja, ja. Stets der noble Vampirjäger. Und was passiert, wenn ihr mich getötet habt? Ist Valerika die Nächste? Oder Serana? Es geht hier um mehr als nur um das Töten von Vampiren. Aber selbstverständlich, die Prophezeiung. Ihr seid hier, um mich daran zu hindern, Auriels Bogen zu erlangen und die Welt in Dunkelheit zu hüllen. Es reicht! Ja, durchaus. Das Reden mit euch und meiner verräterischen Tochter ermüdet mich. Ihr habt eine einzige Chance, mir den Bogen zu geben. Es wird keine zweite geben.
Nein? Nun gut, dann lasst ihr mir keine andere Wahl. Warum bin ich denn jetzt hier alleine, wenn ich das fragen darf? Wo ist denn die ganze verfluchte Dämmerwacht hin? Nur mal so am Rande gefragt, ne? Wo ist die Dämmerwacht hin? Ich stehe jetzt draußen vor der Tür und gucke sich das an, wie wir hier zerlegt werden. Das sehe ich also richtig, ja? Wie soll es auch anders sein? Boah, Hakon. Schauen wir mal, ob wir eben irgendwie Schaden machen können oder ob das eher nicht so geschmeidig abläuft, das Ganze. Ich befürchte jetzt Weiteres. So, jetzt machen wir erstmal Zaubertrank der kräftigen Heilung rein. So, und ich mache mir eine Magieresistenz drauf, glaube ich. Wenn ich noch sowas habe. Gewandtheit, Magieresistenz, ein Wundertrunk, naja, kann nicht schaden. Wundertrunk des Volltreffers kommt noch oben drauf. Und... Na hopp. Wo ist er? Da oben ist er hin. Ihr könnt euch vor uns nicht verstecken. Nee, verstecken nicht, aber er kann uns töten, das ist das Problem bei der Sache, das mir mehr Sorgen macht, wenn ich ehrlich bin. Nächsten einmal einen kritischen Treffer gemacht. Boah, was tut er? Na toll. Nein, es funktioniert nicht. Was funktioniert jetzt? Also was müssen wir jetzt machen? Magiker. Erstmal wieder ein Atronarchen hinbauen. Weil ein bisschen Unterstützung kann man nicht. Kann man kaum. Braucht man einfach. Ich habe nur noch 20 sanggeweihte Pfeile und irgendwie machen die jetzt nicht so viel Schaden, wie ich mir das gewünscht hätte, wenn ich ehrlich bin. Muss ich die in die wirklich Richtung Sonne feuern? Nee, muss ich nicht. Versuch was wert. Also ist genau das, was ich eigentlich befürchtet hatte, dass das eventuell hier im Gebäude gar nicht funktioniert. Oder sie sind einfach nicht so toll, wie man sich das wünscht. So, und ich benutze halt den geschmeidigen Nordbogen, ne? Daran liegt's. Scheiße. Ich habe die 1 zwischendrin gedrückt. Das bedeutet, dass ich den Kampf wahrscheinlich neu starten muss, weil ich hier echt vermutlich einen großen Vorteil nicht genutzt habe. Ja, und der macht dann halt auch Schaden am Ende des Tages. So. Es ist schön, dass der auf meinen Atronarchen losgeht, der Kollege. Wo ist er? Kann ihn da vermutlich rausbrechen, so wie es aussieht. Aus seiner... Nee, wirst du nicht. Ich wette mit dir. Wow, Alter. Jetzt wird's echt unbequem hier. Und ich habe aber jetzt nur noch 9 von den Pfeilen. Das heißt, ich nehme jetzt wieder normale Swartbogenpfeile. Was trotzdem reicht, um die Untoten zu zerstören. Also die Gargoyles. So, jetzt gehe ich wieder auf die sonnengeweihten Pfeile. Die letzten 9. Die ich ihn dann irgendwie, hoffentlich irgendwie klein kriegen werde. 7 habe ich noch. Jetzt
Jetzt hat er wieder Skelette beschworen. Da, zack. Und er hält sich aus dem Kampf raus. Ich hole mir meinen Adrenalin wieder. So, ich gehe auf Swartbogenpfeile. Ich habe wieder die 1 gedrückt, ne? Aber ich sollte natürlich hier in dem Kampf definitiv Auriels Bogen benutzen. Einfach aufgrund des Vorteils mit den Untoten. So, jetzt Objekte. Also es ist ein bisschen stressig, das hin und her switchen, keine Frage, aber wenn es was bringt. Und Fürst Hakon haucht gleich sein Leben aus. Puh. Alles klar. Abgeschlossen. Ein freundliches Urteil. Diadem der Beschwörung. Essenz der Wasseratmung. Halskette der Magieunterdrückung. Auch sehr schön. Verzeihung. Muss kurz husten. Absorbiert 15 gesunde magische Ausdauerpunkte. Werden von einem Vampir geführt. Ganz toll. Magika regeneriert sich sehr viel schneller. Okay. Ein Seelenstein. Ein Trank des Blutes. Okay, Bierstaub. Naja. Das war jetzt bisher nicht so berauschend, was wir da hier gefunden haben. Aber guck mal, und wer jetzt kommt, ne? Die Bestie ist also vernichtet. Ja. Nicht nur da. Auch. Was? Habe ich das durch das Durchsuchen jetzt abgebrochen? Ach scheiße, das tut mir ernsthaft leid. Er hätte ruhig weiterreden können, ne? So, und das war's dann mit Hakon. Gibt's hier noch irgendwas? Gibt's hier noch irgendwas einzusammeln, was wertvoll wäre? Weil, ehrlich gesagt, finde ich die Reichtümer für so eine Burg ein bisschen spärlich. Ach, das finde ich jetzt blöd, dass ich das abgebrochen habe, dadurch, dass ich geguckt habe, was da in dem Bogen, in dem Toten drin war. Da hat sich Isran jetzt wohl beleidigt gefühlt. Und einfach nicht mehr weitergesprochen. Naja, bin ich selber dran schuld? Verlassen wir das hier mal und schauen mal raus, wie es draußen aussieht. Die sind jetzt alle gegangen, so wie es aussieht. Die Burg. Ach guck, das war jetzt stehlen, alles klar. Tja. Die ganze Burg Wokiha ist jetzt. Ist jetzt verlassen. Hier unten waren wir dann halt auch schon unterwegs, ne? Darf ich mal bitte vorbei, Herr Troll? So. Herr gepanzerter Eistroll. Ach, fuck. Sowas kann ich überhaupt nicht ausstehen, wenn die Leute in der Tür stehen bleiben und einen nicht durchlassen. So, naja, gut, dann gehen wir raus, würde ich sagen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich hier groß noch suche. Irgendwie wenig pompös jetzt der Abschluss gewesen, finde ich. Also, ich habe da jetzt irgendwie viel Hua und er ist tot und Gelage, Feier, überschwingliche Reden etc. vorgestellt, aber irgendwie größte Bedrohung, die wir gesehen haben, tot, geh mal heim. Gut, kann man natürlich auch machen einfach, ist ja. Vor allen Dingen ist jetzt Serana weg und ich vermute, wir hätten normalerweise erfahren, warum Serana jetzt weg ist.
Herr Isran. Isran spricht nicht mehr. Ich glaube, ich habe jetzt echt was Wichtiges verpasst, ne? Ich glaube, ich habe jetzt echt was Wichtiges verpasst, dadurch, dass ich das abgebrochen habe. Ich reise mal zurück zur Dämmerwacht und schau mal, ob da... Ach, das tut mir leid. Das ist echt... Es ist so ein Kack. Ich könnte den Kampf jetzt natürlich einfach nochmal machen, um rauszufinden, was passiert ist. Ich habe jetzt nicht fast die Befürchtung, dass sie jetzt aufgrund dessen einfach Sarana auch noch töten mussten und sie das mit sich hat machen lassen oder sowas. Das kann ich mir vorstellen. Ne, weil, ja, jetzt fehlt noch der letzte Vampir, so nach dem Motto. Und irgendwie habe ich das halt blöderweise weggeklickt. Irgend sowas. Also ich kann es mir vorstellen, ich weiß es echt nicht, was jetzt passiert ist. Ich habe echt keine Ahnung. Wenn es jetzt hier nicht steht, gehe ich einfach mal davon aus, dass es so ist. Werde es lesen, werde es eventuell auch erzählen dann in der nächsten Aufnahme. Weil ich das definitiv nachlesen werde, was da jetzt passiert, nachdem Hakon tot ist. Wäre echt schade um Serana, weil war er ein netter eigentlich, ne? Hakons Kurzsichtigkeit war sein Untergang. In seiner Machtgier hat er nicht an die Konsequenzen seiner Pläne gedacht. Könnt ihr es euch vorstellen, eine Welt ohne Sonne? Wir wären alle verloren, Menschen wie Vampire. Die Schriftrolle der Alten hat mir gute Dienste geleistet. Natürlich haben sie das. Daran habe ich nie gezweifelt. Was werdet ihr jetzt damit machen, wenn ich fragen darf? Habt ihr etwas an etwas Bestimmtes gedacht? Das habe ich in der Tat. Sehr aufmerksam. Ich nehme diese Schriftrollen sehr gerne. Eines Tages könnte ich in der Lage sein, sie an ihren rechtmäßigen Platz in der Kaiserstadt zurückzubringen. Was haltet ihr davon, sie mir zu überreichen? Ja, ich würde sagen, ihr könnt sie gerne haben. Bitteschön. Vielen Dank. Ihr seid zu freundlich. Das war mit Sicherheit ein großes Abenteuer, nicht wahr? Oh ja. So, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, nachdem sie hier auch nicht ist, dass sich das mit Serana irgendwie erledigt hat. Guten Tag, Freund. Geht es euch gut? Nee, ehrlich gesagt nicht. Weil wenn Serana nicht hier ist... Ich habe keine Ahnung, was mit Serana jetzt geworden ist. Das ist echt blöd. Ich habe das abgebrochen, diesen Dialog, und das... Die Göttlichen sind euch hold, tut mir wirklich sehr, sehr leid. Das ist irgendwie... Ich dachte, ich schaue mir dabei mal an, was da drin liegt. War mir das mal wieder nicht gewahr, dass das dann abbricht. Und ich hätte eigentlich ganz gerne Gunmar mal wieder gesehen. Und ich habe bei Gunmar noch einen Quest abzugeben. Gunni. Ich kann das natürlich hier auch einfach aktivieren, ne? Kehre zu Gunmar zurück. Wo ist Gunmar? Gunmar schläft. Und da schläft Gunmar. Meinen Glückwunsch, Freund. Ihr habt hier einen wohlverdienten Sieg errungen. Die Bürger von Himmelsrand stehen tief in eurer Schuld, ob sie es wissen oder nicht. So ein hübscher kleiner Ort, nicht wahr? Ich habe den Vampirmeister in der Kiefermondhöhle getötet. Sehr gut. Obwohl ich befürchte, dass da, wo er herkam, noch mehr sein werden. Wir können es uns nicht leisten, auszuruhen. Ja, und das sagt er und legt sich hin und schläft. Und was sagt Serina so? Das war bestimmt nicht das Letzte, was wir von den Vampiren in Himmelsrand gehört haben. Doch ihr habt das Fürstentum zu einem deutlich sichereren Ort gemacht. Ich bin stolz darauf, was wir geleistet haben. Machen wir uns wieder an die Arbeit. Ja, na gut. Also. Ich bin... Ja... Weiß nicht, man könnte sagen, ein bisschen enttäuscht einfach davon, wie das jetzt ausgegangen ist. Aber so ist es halt, ne? So ist es halt.
So. Ich würde sagen, wir stehen jetzt hier draußen im Canyon in der Morgendämmerung. Haben Hako und den Vampirfürst getötet. Ich werde rausfinden, was jetzt mit Serana passiert ist. Ich werde das in der nächsten Aufnahme kurz zusammenfassen. Also sie ist weg. Ich denke mal, entweder sie ins Exil gegangen, wie ihre Mutter. Oder die Dämmerwacht hat sie getötet. Das werde ich rausfinden. Auf jeden Fall hat sich die Queststrang hier jetzt beendet offensichtlich. Und das ist eine gute Gelegenheit, finde ich, eine Aufnahmepause zu machen. Mir hat das jetzt unheimlich Laune gemacht, Auriels Bogen da zu holen, und war ein sehr schönes Gebiet da drin, und jetzt auch der Kampf, also der Endkampf gegen Hakon war ja eher nicht so fordernd, der davor gegen den Prätor, ich weiß gerade nicht mehr, wie er hieß, oder war es ein Prätor, keine Ahnung, auf jeden Fall gegen den Schneeelfen war natürlich etwas schwieriger als das jetzt, aber naja. Und auf jeden Fall, ich finde es cool, hat mir Spaß gemacht. Wenn das jetzt das Ende der Dämmerwacht-Questreihe ist, dann naja, bin ich fast ein bisschen wehmütig, aber immerhin haben wir Hakon getötet und hatten somit also quasi Erfolg. Naja, soweit dann. Werde ich hier, wie gesagt, meine Aufnahmepause machen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Wir werden dann jetzt die Hauptquestreihe in Angriff nehmen. Werde also den Drachen, den wir gefangen haben, mir nochmal vornehmen und werde die Sonne hier, die aus dem Berg scheint, endlich mal irgendwie versuchen abzuschalten. Und dann werden wir vermutlich demnächst mal nach Solstheim gucken. Schauen wir mal, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dann, ciao.